Herzlich willkommen zu unserer Serie Naturheilschule im Gespräch. Mein Gast ist heute Heike Gerol und wir werden heute über Reiki für Tiere sprechen. Hallo Heike. Ja, hallo Attila, danke für die Einladung. Reiki für Tiere ist etwas, das vielleicht noch nicht ganz so in aller Munde ist oder vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber Reiki an sich ist ja schon relativ bekannt. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Kannst du uns zur Einführung einfach mal ein paar allgemeine Worte dazu sagen, was überhaupt Reiki ist und dann vielleicht eben? Wie man das bei Thielen anwenden kann? Ja, ähm, Reiki an sich ist einfach, ähm, ja, ganz einfach gesprochen, Hände auflegen, Energieübertragung, so in zwei, drei Stichpunkten. Und äh, man selber, also derjenige, der die Behandlung gibt, äh, ist dabei nur Kanal. Also, wenn ich eine Reiki-Behandlung mache, dann. Äh, Fließt durch mich diese universelle Energie und auf den Überträger. Und meistens wird Reiki eben mit Händen gegeben. Das heißt, der Energiefluss erfolgt dann durch meine Hände. Ja, und äh, eigentlich haben wir alle die Veranlagung, das machen zu können. Man denke zum Beispiel an die Mutter, die ihr Kind versorgt, und äh, über eine Wunde pustet oder äh, die Stirn hält und all diese Sachen und diese durch diese Dinge eben Zuwendung und Energie dem Kind zuführt und ähm, das läuft meist unbewusst ab, aber dem Kind wird es danach mit Sicherheit besser gehen. Und das, ich denke, solche, an solche Erlebnisse können wir uns alle erinnern oder haben es selber auch schon gemacht. Mhm. Und wie sieht das dann speziell bei Tieren aus? Wie, wie muss du sich das vorstellen, eine Behandlung für Tiere? Ja, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einmal, also es gibt sowohl für Mensch wie Tier gewisse Positionen, die man ähm, abarbeiten kann, theoretisch <laughs> sage ich jetzt mal, wo man sagt, man geht von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf den Menschen oder das Tier einmal von der Behandlung her durch. Oder aber man arbeitet rein intuitiv, wo man jetzt gerade meint, ich sage jetzt mal, wo die Hände mich hinziehen, ähm, wo gerade Energie benötigt wird. Das erfordert natürlich Erfahrung und auch ein verlassen können auf die eigene Intuition, dass man so sicher ist in seinem Arbeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Und das unterscheidet sich bei Mensch wie Tier eigentlich nicht. Also ähm, Klar, beim Tier, dem kann ich ähm, zwar so erklären, was ich machen möchte, aber viele Tiere sind ja auch erstmal ängstlich oder skeptisch, wenn ich so an, den, an Tierschutzhunde denke oder auch Pferde, die, die durch schlechte Hände gegangen sind. Wenn ich zum Beispiel normalerweise am Kopf anfangen würde mit der Behandlung, ähm, das würde ich einem... Behandler bei einem Hund nicht empfehlen. Wenn ich einen Hund habe, äh, der eher ängstlich ist und dann vielleicht auch mal rea aggressiv reagiert, wenn du ihn dazu sehr bedrohst. Das Handauflegen bei einem Hund bedeutet ähm, auf den Kopf eben eine Dominierung. Und äh, das wäre eine Stelle, da würde ich im Leben nicht anfangen bei einem fremden Tier. Also ich würde schon immer äh, erst Vertrauen aufbauen. Und dem Besitzer auch fragen, wo mag er es denn gerne, auch gestreichelt zu werden. Ne? Und dann äh, nähere ich mich selber dem Tier, lasse es mal schnuppern und fange dann an, erstmal an der Stelle zu arbeiten, äh, wo das Tier es mich auch lässt, bevor ich mich dann an die anderen Regionen vorwage. Und meistens ist dann ja auch das Eis gebrochen, das Tier merkt, es tut gut ne? und es kann sich entspannen. Und dann ist es nachher auch kein Problem, am Kopf zum Beispiel zu behandeln. Mhm. Und gibt es da einen Wert, wie viele Sitzungen angebracht sind beziehungsweise kannst du vielleicht ein zwei Beispiele nennen bei gewissen Erkrankungen oder Symptomen, wie man da vorgeht beziehungsweise also wie ist so der Ablauf eines Heilungsprozesses? Ja, auch das kommt drauf an, ob ich nur eine akute Situation jetzt habe. Das trifft bei mir eher selten dazu in die Praxis. Ähm, ich denke das können viele tierheilpraktiker bestätigen wir sehen oft nur die chronisch kranken fälle und äh, wo schon alles mögliche auch zum teil probiert wurde ähm, und da ist es dann schon so dass mehrere sitzungen auf jeden fall nötig sind ne? also dass man ähm, sich vielleicht wöchentlich trifft oder sogar zweimal wöchentlich je nachdem wie energetisch bedürftig das tier auch ist ne? also das muss man dann schon individuell auch entscheiden aber bei den chronischen fällen brauchen wir schon mehrere sitzungen auch über eine längere zeit und kannst du ein zwei beispiele vielleicht nennen also weiß nicht bestimmte organe oder bestimmte erkrankungen wo ist wo passt welche art von zugang oder reiki oder wo sollte man die hände auflegen wie wo gibt es da die Zusammenhänge? Wie kannst du das uns gut. Ja, also einmal äh, wirkt es sehr gut bei äh, sehr gestressten Tieren oder Tieren mit psychischen Problemen, die äh, sehr schlecht entspannen können da gehe ich wirklich intuitiv vor und äh, schaue, wo lässt das Tier mich dran, also äh, und gucke, wie können wir da einen Zustand erreichen, dass das Tier auch mal loslassen kann, dass es mal äh, in eine Entspannungsphase kommt, ähm, um einfach diesen Stress auch rauszunehmen und da gehe ich dann, wenn es geht, eigentlich immer auch sehr gerne mit aufs Herzchakra um da so diesen ganzen Ballast wegzunehmen ne, und auf den Schulterbereich. Denn das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Äh, der Stress setzt sich gerne in den Schultern fest. Ne? Also das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt. Wenn man mal so richtig stressige Phasen hat, dann äh, gibt es ja hier so bestimmte Punkte auch, die unheimlich angespannt sind. Und da kann ich auch bei einem Menschen zum Beispiel sehr, sehr viel wegnehmen, indem ich da zum Beispiel mit, mit der Reiki-Behandlung beginne, indem ich erstmal die Hände auf die Schultern lege ne, und da für Entspannung sorge. Das wäre so ein Beispiel. Dann ähm, habe ich es bei Pferden zum Beispiel öfter, bei chronisch. Äh, Kranken, die mit starken Husten zu tun haben, so COPD-Fälle, chronisch obstruktive Bronchitis-Fälle. Und die haben ja oft eine sehr verkrampfte Atmung. Und äh, da macht es ganz viel Sinn, ähm, also zusätzlich zur normalen Reiki-Behandlung, viel die Hände im Bauch- und Zwerchfellbereich auch aufzulegen, um das Zwerchfell zu entspannen, damit wieder auch freier durchgeatmet werden kann, ne? weil das ist oft ganz verkrampft und angespannt, der Bereich. Mhm. Mhm. Okay, ja. Und, und kannst du vielleicht auch ein paar so Fälle ganz konkrete erzählen? Also du hast jetzt vor allem den Bereich Stress und anderes genannt, aber gibt es vielleicht auch wirklich so sowas nicht organisch, äh, Erkrankungen von Organen oder solche Zusammenhänge, vielleicht so ein bisschen tiefergreifend? Ja, gibt es natürlich ähm, auch. Wobei, wie gesagt, das hier war ja jetzt ein Beispiel, ähm, wo das Organ Lunge ganz... Extrem betroffen war, ne? weil bei der chronisch obstruktiven Bronchitis äh, ist die Lunge ja schon oft sehr angegriffen und geschädigt. Ähm, du kannst natürlich auch bei Nierenproblemen oder Darmproblemen in den Bereichen äh, ganz viel mit den Händen arbeiten, um äh, da wirklich auch einen Energiefluss wieder zustande zu bringen. Es ist so, dass der, die Behandlung natürlich nur so weit greift, inwiefern der Körper sich auch selbst noch helfen kann. Also Reiki aktiviert ja auch die Selbstheilungskräfte und da ist natürlich ganz wichtig, dass sich da auch noch was regulieren lässt. Ne? Und wenn jemand mit Reiki arbeiten möchte und das noch gar nicht kennt, welche Anlagen sollte man dafür mitbringen oder, oder wie, wie kann man die, diese Fähigkeit in sich selber entwickeln? Ja, also das kann jeder, der es möchte und sich selbst die Erlaubnis gibt, kann äh, eine Reiki 1-Ausbildung machen. Ne? Also bei mir ist es so, dass ähm, man mindestens den ersten Reiki-Grad machen sollte, bevor man dann den Kurs Reiki für Tiere bei mir belegen kann, weil du brauchst schon das Grundwissen um Reiki und wie du es auch bei dir selber anwendest und so ein bisschen praktische Erfahrung. Das lernt man dann im Reiki 1, dass man Startet und dass auch die Energiekanäle bei einem selber gereinigt und geöffnet werden. Und dann eine Weile mitarbeiten und dann kann man auch in den Kurs Reiki für Tiere einsteigen und da mit weitermachen. Ne? Und ähm, wie war dein Weg zu Reiki? Oder wie, 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 wie was mich besonders interessieren würde. Wie ist dieses Gefühl, wenn man das erste Mal das Gefühl hat, diese Kräfte kommen in die Hände, kommen in den eigenen Körper und man kann sie jemandem geben? Wie, wie fühlt sich das an? Kannst du das Gigantisch. Machen? Das ist toll. Das ist richtig toll. Ja, also ich selber ähm, habe ja immer ganz viele Fortbildungen gemacht. Ich habe 2008 meine Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht und habe auch in dem Rahmen, ich glaube 2009, habe ich dann mit Reiki angefangen. Ähm, habe gedacht, Mensch, was könntest du noch anbieten? Was passt zu dir, zu deiner Arbeit? Ich habe immer viel mit Energien gearbeitet, ähm, habe ja auch Akupunkturausbildung äh, gemacht und äh, mit, ich arbeite mit Laserakupunktur. Da geht es ja auch um Energiefluss im Körper. Und da passte Reiki einfach für mich dazu, dass ich gesagt habe: Mensch, das ist was. Das ist nochmal für meinen eigenen Weg ganz wichtig, weil mit Reiki ist ja auch mal die eigene Entwicklung, äh, ähm, bringt man damit ja auch nochmal auf den Weg. Und äh, ich kann das dann auch gut den Menschen und Tieren weitergeben, indem ich behandle und auch weiter ausbilde. Mir war auch die Ausbildung immer wichtig, denn je mehr es können, desto besser, gerade in der heutigen Zeit. Das, es gibt nichts Tolleres, als wenn man für sich selber auch das Gefühl hat, ich kann mir selber was Gutes tun. Ne? Ich bin jetzt nicht nur von den anderen abhängig, sondern ich kann gerade in diesem Moment mich selber unterstützen und sei es, ich sage jetzt mal, du hast Stress, du bist in Panik oder ähm, dir geht es im Moment nicht so gut einfach, indem du die Hände aufs Herz legst und ähm, Moment innehältst, dir selber Energie gibst. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, ne? nicht, nicht machtlos zu sein. Okay, super. Und kannst du uns noch ein paar Worte dazu, dazu erzählen, dass, welche Kurse du zu Reiki bei der Heilpraktikerschule anbietest? Ja, ich selber biete Reiki für Selbstanwender an. Da geht es eben für einen selbst, für die, um die Behandlung der Menschen. Und einen Kurs Reiki für Tiere, wo man da eben auch reinschnuppern kann und sich das alles anschauen kann. Wir machen ein paar praktische Übungen auch. Und äh, sinnvoll wäre es aber immer auch, eine richtige Reiki-Ausbildung zu machen. Die ist gegliedert in drei Grade: Reiki 1, 2 und 3. Es wird es in Zukunft auch an der äh, Isolde Richter Heilpraktikerschule geben. Ich denke mal spätestens im nächsten Jahr. Im Moment bin ich noch sehr ausgebucht. Ähm, aber ansonsten biete ich das selber bei mir hier auch zu Hause an, diese Ausbildung, wer es nicht so weit hat. Und äh, ja, das ist ein eigener Weg der Entwicklung. Ich sag mal, in Reiki 1 äh, beschäftigst du dich ganz viel mit dem Thema Selbstliebe. Ähm, wie sorge ich selber für mich? Wie, wie gehe ich mit meinem Inneren zu Hause um? Im Grad 2 äh, geht es um das Thema Vergebung. Äh, was kann ich mir und auch anderen vergeben? Und äh, ja, was, wie kann ich auch das innere Kind in mir heilen, zum Beispiel? Und im Grad 3, das ist, wird ja bei, von vielen als der Meistergrad bezeichnet. Ich selber nenne das nicht gerne so und Mikao Uizui hat das auch nicht gemacht nachdem ich Reiki pra praktiziere. Ich sage dann lieber, äh, Grad 3 lernt man, oder ich versuche, mein Leben zu meistern. Darum geht es. Denn ähm, da geht es um das Thema Selbstverantwortung. Ne? Wie kann ich selbst für mich Verantwortung übernehmen und nicht auf andere zeigen und äh, mich nicht in die Opferrolle begeben? Diese ganz wichtigen Lebensthemen. Ne? Mhm. Ja. Okay. Ja, super. Danke. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in Reiki. Vielen Dank, lieber Heike. Danke für deine Zeit. Auch danke an unsere Zuhörer und Zuschauer. Zeit. vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Und auch an euch alle vielen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss.